Willkommen zurück zu True Fear for Second Souls Part 1. Wir gehen hier durch. Hör nicht darauf, was dir Puppen sagen. Szene 3. Ein Friedhof unter unserem Haus. Das ist doch verrückt. Ja. Allerdings. Dort ist ein Riss und ich kann etwas Metallenes darin sehen. Vielleicht kann ich es mit irgendetwas aufbrechen. Ja. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ein weiterer Totenkopf. Supi. Ich glaube, dass dies Baumwurzeln sind. So. Immobilienmakler. Ich wollte nicht in seinen Geldbeutel stöbern, deswegen kenne ich seinen Namen nicht. Er wurde als Makler beauftragt, kurz nachdem wir mit den Zahlungen für unser Haus in Zahlungsverzug gerieten. Eindeutigerweise konnte er das Haus nicht verkaufen. Er hat etwas Gutes an sich. Die Säulen wurden aus Beton hergestellt. Warum hat sich jemand die Mühe gemacht, ein Haus auf einem Friedhof zu errichten? Gehen wir weiter. Diese Schaufel. Ah, eine Glühbirne. Sehr gut. Was hast du hier? Wenn doch bloß meine Großmutter diesen Brief gefunden hätte, bedeutet das etwa, dass David diesen Friedhof auch gefunden hat? Warum hat er niemanden davon erzählt? Seltsam, dass er einen Herzinfarkt erlitt, bevor er sich mit Charles Lordius treffen konnte. Martha hat diesen blöden Elefanten zerbrochen und ich habe ihre Briefe weggenommen. Ich komme mir richtig blöd vor. Ich werde ihr die Briefe sofort morgen früh zurückgeben und mich bei ihr entschuldigen. Aber als erstes werde ich Charles Lordius mitteilen, dass wir ausziehen. Ich habe etwas Schreckliches entdeckt. Ja. Ist das etwa Asche? Vielleicht wurde etwas darin versteckt. Ja. Ich kann die Asche sieben, um zu sehen, ob sich etwas darin versteckt. Kannst du nicht mit der Schaufel da ein bisschen? Nein. Vielleicht brauchen wir ein richtiges Sieb. Hier geht's auch noch lang. Es ist zu dunkel, ich kann nichts erkennen. Ja. Nein. Ich könnte diese Kerze anzünden. Ja, das ist natürlich eine wunderbare Idee. Das Glasauge sieht sehr authentisch aus, allerdings fehlt das zweite. Ja, hier, guck mal. Und wir bekommen... Ah, ein Thronschlüssel. Die Statuen wurden aus Stein gemeißelt und sehen sehr alt aus, fast wie... aus dem mittelalterlichen Europa. Ja, okay. Wäre noch etwas anderes? Der Ritter trägt eine verrostete Maske. Ich kann sie sicherlich irgendwie entfernen. Ja. Schlüssel. Nee. Gucken wir später nochmal. Dieser Grabstein sieht anders aus. Fast wie ein Tor. Ein in Stein eingelegtes Kreuz. Seltsamerweise befindet sich weniger Staub darauf. Es scheint, als wäre es hier vor kurzem platziert worden. Ah, hier, guck mal. Ich glaube, hier sollten mehrere Totenköpfe sein. Ja, aber da fehlen uns noch ein paar. Die Inschrift ist
in einer antiken Sprache, deswegen kann ich sie nicht lesen. Das ist natürlich doof. Aber auch noch was. Das Haus wurde von der Lordios-Familie gebaut, aber aus welchem Grund haben sie das Haus auf einem Friedhof gebaut? Das ist doch verrückt. Warum würde jemand so etwas machen? Das kann ich dir auch nicht sagen. Können wir hiermit noch irgendwas anfangen? Nö. Der Grabstein ist umgefallen. Ja, Mensch. Das ist natürlich ärgerlich. Gut. Wir haben hier die Schaufel. Genau, diesen Truhenschlüssel, Glühbirne. Haben wir auch gefunden. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück. Zu der Schaufel habe ich auch schon eine Idee. Die Glühbirne, war das nicht hier oben? Ja, ne? Warte. Die Glühbirne scheint in Ordnung zu sein, allerdings gibt es keine Stromverbindung. Gut. Müssen wir später nochmal schauen. Wir gehen erstmal zurück. Ich würde gerne was versuchen. Ach hier, warte. Erstmal hier. Ah! Supi. Und dann. Können wir das mitnehmen? Ja. Cool. Cool, cool. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Man macht ja auch Wege. Warte mal, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Machen wir erstmal das. Okay. Und dann würde ich das gerne hier rein tun. Aber als erstes muss ich ein Feuer entfachen. Ja. Mhm. Sehr schön. Yay! Elefant mit Kleber. Ja. Muss der noch hier rein? Aha. Okay, cool. Ja. Warte mal, wir bringen den erstmal an Ort und Stelle. Hier. Wörterbuch. Ja, okay. Kommen wir mal noch in die Szene ran. Wörterbuch. Wir hatten doch. Hier war doch irgend so eine Tafel. Brauchen wir das hierfür? Was? Der Text scheint unvollständig zu sein. Er bedeutet ungefähr Folgendes. Nur die, die ihren Weg kennen, können das Labyrinth durchqueren. Die ersten beiden Male musst du nach links gehen. Die nächsten beiden Male musst du nach rechts gehen. Toll! Das ist ja klasse. ja. Gut, trotzdem können wir das noch mit uns rumschleppen. Weiß nicht, vielleicht brauchen wir das später noch. Nee, hier komme ich aber erstmal nicht weiter. Die Statue sieht sehr alt aus. Schon fast mittelalterlich. Wie ist dies möglich? Kann ich auch nicht sagen. Gibt es Gründe, warum wir hier noch ran können? Okay, wo geht's denn jetzt weiter?
für den Kompass fehlen, genau, fehlen noch einige Teile auf jeden Fall. Das ist korrekt. Hier brauchen wir einen Pinsel für. Ich habe eine Säge. Hier ist ja nur noch der Magnet drin, Anna. Ja, hier müssen wir irgendwie noch runterkommen. Hier fehlt uns eine Sicherung. Achso, das hier nur gezeigt. Ja. Ach, hier unten ist ja auch noch... Kann ich da irgendwas machen? Nein. Trotzdem nicht. Nee. Die habe ich schon fast vergessen. Hier haben wir nur noch den Magneten und das Tape fehlt halt noch. Und hier können wir schon... Können wir nichts mehr machen. Strom. Hier brauchen wir einen Korkenzieher. Muss man nicht mit einem Dolch irgendwie ran? Nein, wahrscheinlich nicht. Wir brauchen einen richtigen Korkenzieher, ne? Was haben wir denn jetzt noch? Ich glaube, weiter vorne haben wir gar nichts mehr. Ich guck erstmal hier. Jetzt haben wir Wasser. Ist noch der Elefant. Die Tür ist abgeschlossen. Ja. Mal gleich mal auf der Karte schauen. Ja, hier haben wir noch das Kreuz und da fehlt uns noch ein Griff, aber irgendwie willst du das hier ja nicht. Und sehen kann ich es auch nicht. Jetzt hätte ich gedacht, es geht hier vielleicht weiter. Aber nein. Und hier sind wir eigentlich durch. Außer die Szenen. Also hier könnte natürlich noch was auftauchen, aber dann erscheint es ja auch in so ein Flimmern. Hä? Was habe ich denn jetzt? Haben wir hier noch was? Aber nicht, ne? Hier hatten wir auch nichts mehr. Ne, muss ich mal eben. Was soll ich denn hier machen können? Der Grabstein ist umgefallen, ja, ja. Soll ich den wieder aufstellen? Oder was? Tatsache. Ah, hier, guck mal. Wunderbar. Die Inschrift ist in einer antiken Sprache. Deswegen kann ich sie nicht lesen. So. Dies sieht nach einer Fortsetzung eines anderen Textes aus. Zu guter Letzt gehe zweimal nach links und gehe dann durch die rechte Tür. Ja. So, jetzt haben wir den Korkenzieher. Das haben wir trotzdem noch. Sehr gut.
Ja, den Korkenzieher können wir noch gebrauchen, ne? Achso, nee, das wollte ich jetzt nicht. Warte mal kurz gucken. Ich glaube, der gehört hier hin. Ein Korken. Ja, okay. Dachte, ich könnte ihn vielleicht schon dahin packen. Irgendwie. Aber doch. Siehst du. Dann fehlen noch Teile. Ja, jetzt kann ich mir das mal angucken. Brauchen wir noch einen Pfeil? Schriften. Ah, nein, haben wir nicht. Die Inschrift besagt, dass man 7 toten Männern folgen soll, die ein Kreuz tragen und man dann den Weg findet. Ja. Das ist jetzt ja eigentlich nicht so neu. So, jetzt bin ich genauso weit wie eben auch. Ja, hier soll ich irgendwas mit dem Pinsel machen. Ich habe leider keinen Pinsel. Fehlt mir immer noch die Sicherung, es hat sich nichts daran geändert. Nee, ich stehe auf dem Schlauch. Hier? Fenster sind zugeschraubt, ja. Was habe ich hier denn noch? Ja gut, wir können das Auto nicht starten. Ich weiß nicht, ob überhaupt das Auto gemeint ist. Nee. Kannst du den auch nicht zumachen? Was soll ich denn hier machen? Ah! Warum ist auf dem Rohr ein Totenkopf? Vielleicht kann ich es mit einem Gegenstand öffnen. Hier dafür die Säge? Nein. Yay! Okay. Pff, hab ich gar nicht gesehen. Okay, so, die können wir einsetzen. Ja. Hier muss die richtige Reihenfolge gefunden werden. Wenn der Totenkopf in der richtigen Reihenfolge bestätigt wird, dann wird er in dieser Position bleiben. Aha. Also der. Thank you.
Okay, wunderbar. Ja, wollen wir uns hier noch eben umschauen? Dunkle Dahlia. Ein Friedhof unter deinem Haus ist eine Floskel. Solange es dir nicht selbst passiert, jemand hat sich die Mühe gemacht, ein modernes Haus auf einem Friedhof zu errichten. Übernatürlich gesehen sieht dies alles sehr böse aus. Der Bau eines mit einem Fluch belegten Hauses und dann eine Familie anzulocken, darin zu wohnen. Der Preis, den die Lordios für das Haus haben wollten, lag weit unter dem Marktwert. Und das nur wegen unserer Mutter? Sie muss irgendwie darin verwickelt gewesen sein. Ist das Mädchen ein Geist? Ist sie unsere tote Schwester? Ich bin mir sicher, dass sie real ist und das ergibt genauso viel Sinn wie ein Friedhof unter unserem Haus. So, ich brauche irgendwelchen Orientierungspunkt, um die Schalter richtig zu drücken. Mal eben alle an. Was haben wir hier? Der Deckel wurde aus Stein gemeißelt und darauf befindet sich ein Mechanismus, mit dem er geöffnet wird. Ich frage mich, wie lange diese Fackeln brennen können. Jetzt muss ich das Schloss öffnen. Mhm. Ah. Hier braucht man Zahnräder. Wo schauen wir hier? Yay! Endlich. An zwei Halterungen befestigt. Es gibt doch sicherlich einen Weg, sie zu öffnen. Stimmt. Das richtige Muster finden. Großvaters Schlüssel. Ach, ist das für diesen kleinen Schrank. Ja. Der Grund ist ein riesiger Riss. Seltsam erscheint, als würde sich etwas darunter befinden. Dieses Buch muss von anderswo geöffnet werden. Aha. Ach je. Oh. Ich möchte ihn nicht anfassen. Ja. Es ist so schrecklich. Moment mal, auf dem Notizbuch steht Lordios Immobilien. Haben sie ihn etwa absichtlich hierher geschickt? Ich habe das Mädchen bis zum Brunnen verfolgt, aber als ich meine Hand nach ihr ausstreckte, drehte sie sich um und ihr Gesicht, es war das Gesicht meiner kleinen Angie. Allerdings war es fürchterlich entstellt. Ich habe mir beide Beine gebrochen. Oje, ich komme hier nicht raus. Ich höre sie im Nebenzimmer. Ich kann ihre Schatten an der Wand sehen. Sie suchen nach mir. Bitte hilf mir. Oje, okay. Es ist ein alter, zerbrochener Cricketschläger. Ich befürchte, dass dies die Überreste des Immobilienmaklers sind, dessen Auto noch immer draußen steht. Man kann es schlecht erkennen, aber ich glaube, dass sein Name Gary war. Oh Mensch. Okay. Ja, dann gehen wir mal daran, würde ich sagen. Was ist das? Lampenblech. Eine Kerze. Ach, für hier oben, oder wie? Auch eine Kerze. Ja, kriegst du gleich.
hier. Achso, warte. Nehmen wir gleich mal mit. Was brauchen wir hier? Einen weiteren Kristall brauchen wir. Ja, okay. Die Kerze rein. Offenbar waren Seiten an der Lampe. Sie fehlen jetzt. Es sieht aus, als wäre dieser Stein kürzlich ersetzt worden. Vielleicht ist etwas dahinter. Ach so. Okay. Eins, zwei, drei. Ja, jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wo der überhaupt rein soll. Nee. Das Spiel hat's eilig. Yay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So. David, unser Großvater. Mein Großvater und ich verstanden uns sehr gut. Er war, beziehungsweise versuchte er, auf einfachem Fuß zu leben. Von ihm habe ich auch den Drang, Dinge zu reparieren, geerbt, anstelle einfach davonzulaufen. Als meine Mutter starb, verdächtigte er jeden, ganz besonders jeden, der Lordius-Familie. Er hat mir seine Hintergründe nie verraten, aber ich nahm an, dass er jemanden brauchte, dem er die Schuld zuschieben konnte. Okay. Ja, jetzt haben wir hier ein Glas. Hier, das Glas können wir bestimmt füllen. So, und jetzt gehen wir hier rein. Erstmal das. Die Sicherung. Ja, wunderbar. So, und du gehst jetzt... Danke! So. Da haben wir's. Fühlt sich an, als wäre etwas darin. Macht man mal die ganze Wolle kaputt. Können wir auch noch was aufheben? Ein Schlüssel. Okay, wunderbar. Ich würde sagen, wir setzen die Sicherung noch ein. Thank you.
Diese vier seltsamen Figuren waren auf der Lampe eingraviert. Jede ist einzigartig, jedoch haben sie etwas gemeinsam. Okay. Machen wir das auch noch. Eine Säge und eine Schaufel. Ups. Ich kann mal da buddeln. Aha. Aha. Okay. Oh, die brauchen wir dafür. Es geht nicht auf. Ich weiß aber, dass sich etwas darin befindet. Harte Maßnahmen hier. Ja, das gehört definitiv hierhin. Ein Schieberätsel. Das ist ja... Toll! Wirklich toll. So. Ja, wird schon. Kriegen wir schon irgendwie hin. Na, das mit der 2 ist eigentlich schon fast doof. Oder? So. Nee, das gefällt mir nicht. Nee, bleib du mal da. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich will hier auch nicht unbedingt alles komplett verdrehen. Da irgendwie weg. Irgendwie muss ich dich da wegkriegen. So. Okay. Wunderbar, dies könnte nützlich sein. Ja, auf jeden Fall. Aber damit beschäftigen wir uns im nächsten Part. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss.